Hallo und herzlich willkommen zum Bautagebuch im Zen-Garden Paraguay. Und diese Woche, das hat sich wieder super viel getan. Und ja, fangen wir gleich damit an. Das erste ist, wir haben jetzt das Grundstück mit einem Bagger nivelliert. Das sieht jetzt so aus. Das ganze Grün ist natürlich im Moment weg. Man sieht die offene Erde. Natürlich werden die Erdhaufen, die man noch sieht, hier vorne ist einer, ganz hinten im Eck ist einer und ein dritter ist vor dem Kinscho, haben wir natürlich absichtlich hinlegen lassen, denn mit dieser Erde werden wir unter uns, wo ich gerade stehe, das Ganze noch nivellieren. Der große Haufen beim Kinscho wird vor den ersten zwei Doppelhaushälften dann natürlich noch verteilt werden, dass auch hier die gleiche Ebene erreicht wird und wir natürlich dann auch auf die Erde Rasen säen können, pflanzen können. Gehen wir zum nächsten großen Ereignis für diese Woche. Ja, und Sie sehen schon hinter mir, die Häuser werden auch im Erdgeschoss jetzt geziegelt. Das heißt, die Wände entstehen. Und das gibt uns die Chance, dass wir jetzt gemeinsam zum ersten Mal auch wirklich durch eine Haushälfte durchspazieren. Und genau das machen wir jetzt gemeinsam. Wir schauen uns das Haus Kolibri an. Ja, und ich stehe hier schon unten auf der Terrasse. Sehen, das ist der Terrassenbereich. Rechts ist eine kleine Öffnung, da kommt kein Fenster rein, sondern hier kommen Glasziegel rein, damit Licht reinfällt. Denn genau dahinter ist das Wohnzimmer und irgendwo möchte man natürlich auch seinen Fernseher hinstellen. Und wenn wir da ein großes Fenster reingemacht hätten, haben wir uns gedacht, das ist vielleicht kontraproduktiv. Licht möchte man auf jeden Fall haben, hat man auch hier. Aber wie gesagt, das wird eine sehr gemütliche Sitzung. Gegenüber, hier kommt ein schönes großes Fenster rein, dahinter befindet sich die Küche. Hier ist geplant, dass eine Theke noch mit reinkommt, das heißt, die Theke ist direkt hinter dem Fenster und man hat wunderbar viel Licht, man kann rausschauen und auch wenn man was kochen möchte, man fühlt sich nicht eingesperrt, sondern wie gesagt, hat den Blick nach draußen. Und genau das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Kommen Sie mit. Ja, und schon sind wir drin, bin selber richtig aufgeregt und freue mich drüber, dass es endlich solche tollen Formen nimmt. Wir stehen im Wohnbereich vom Haus Kolibri. Und wie ich schon sagte, hier soll eine gemütliche Wohnzimmer-Sitzecke hinkommen mit einem kleinen Couchtisch. Und hier stellen wir uns vor, dass ein schöner großer Fernseher hinkommt mit dementsprechend auch einem Phonomöbel drunter. Hier kommt auch zum Beispiel ein Internetanschluss hin, das heißt, hier im Haus gibt es dann Internet-TV, IPTV, wie es so schön auf Neudeutsch heißt, hat den Vorteil, ja, generell kann man weltweit Kanäle empfangen. Und hier stehe ich im Essküchenbereich. Das heißt, auch hier geplant ist, dass hier eine Einbauküche reinkommt und die Einbauküche kann bereits hier wird übrigens noch eine Wand hochgezogen. Hier kommt eine kleine Türe rein, die man hier unten gut sehen kann. Das heißt, man hat den Platz, der hier unter der Treppe ist, hat man alles als Stauraum. Das heißt, es ist, ich würde mal sagen, mehr als ausreichend Platz vorhanden fürs Erdgeschoss, um Sachen zu verräumen. Ja, und hier hinter der Säule wird dann die Wand nach hinten gezogen und hier beginnt dann eben der offene Bereich. Dass das, der Blick nach draußen, natürlich nicht so bleibt, denke ich, ist klar. Da wird natürlich auch noch eine Wand nach oben gezogen mit den Thermoblöcken, das ist eine Außenwand. Und wie gesagt, hier ist dann mehr als genügend Platz, dass man angedacht ist, ein L hat. Hier, und das L geht etwa bis hier vor. Ja, wie gesagt, nach Geschmack. Man kann es weiterziehen, man kann es ein bisschen weniger lassen. Die Idee im Moment ist, dass hier noch eine Theke hinkommt. Und hinter der Theke kann man nach Geschmack zwei, drei Barhocker hinstellen. Alternativ ist auch mehr als genügend Platz hier, um noch einen Esstisch hinzustellen mit 4 bis 6 Stühlen. Ich gehe davon aus, dass der Innenausbau hier, basiert auf den ersten drei Bauprojekten, die wir hatten, etwa, na gut und gern, 2-3 Monate dauern wird. Dann werden wir das Ganze noch einrichten. Im schlimmsten Fall nochmal einen Monat dazu. Und dann ist dieses Haus
bezugsfertig. Das heißt, dieses Haus, Kolibri, und auch das Nachbarhaus, was wir uns gleich anschauen, Orhidé, wird in die Vermietung über Airbnb gehen. Das heißt, Sie können jederzeit, wenn es dann losgeht, das werden wir natürlich ganz groß ankündigen, können Sie es buchen und können selber einfach mal hier ein, zwei Wochen Urlaub verbringen, gerne auch länger, und sich eben auch von der Qualität des Hauses überzeugen, eben wie gut sind die Thermoblöcke, was macht das wirklich aus? Das ist ein Riesenunterschied mit den Thermoblöcken und auch mit dem Dach, mit dem, das wir verwenden. Ich erinnere mich noch, wo wir im Haus vom Capatas standen, und da ist die Frau vom Architekten und der Bauarbeiter, der hier immer übernachtet, standen zusammen drin, und die haben dann beide von sich gesagt, es ist ein Riesenunterschied, wie die Thermoblöcke und das Dach isolieren und die Wärme draußen halten. Und wie gesagt, besuchen Sie uns, quartieren Sie sich einen wahnsinnig kleinen Urlaub hier, erleben Sie es selber, das muss man wirklich erlebt haben. So, und jetzt spanne ich Sie nicht länger auf die Folter, wir gehen in den ersten Stock. Übrigens, die Treppe hier, die ist schön angenehm breit, also man kriegt hier wirklich keine Beklemmungen. Halte ich persönlich für wichtig. Ich mag keine engen Treppen. Fragen Sie mich nicht, warum. Und das ist richtig angenehm hier. Tja, und schon ist man im ersten Stock. Und wir blicken ins Bad. Ganz hinten kommt die Dusche hin. Die Dusche ist begehbar. Keine Einbaukabine, sondern wirklich eine begehbare Dusche. Ich halte das für wesentlich angenehmer. Daneben die Toilette. Und hier kommt dann das Waschbecken. Der Innenausbau obliegt ja immer dann dem Käufer, dem neuen Eigentümer. Hier ist es geplant, dass ein Waschbecken hinkommt, aber es wäre auch mehr als ausreichend Platz für ein Doppelwaschbecken. Also das hängt dann wirklich auch von Ihnen, vom Geschmack ab. Wenn Sie sich so eine Haushälfte zugelegt haben, dann können Sie natürlich auch individuell innen noch einrichten. Und jetzt gehen wir einmal um die Ecke ins große Schlafzimmer. Und jetzt stehen wir im großen Schlafzimmer im Haus Kolibri. Es ist wirklich groß. Sie sehen schon, ich möchte einfach, dass Sie die Dimensionen erkennen. Sie haben ein riesen Schlafzimmer. Und da geht es auch nochmal 2 Meter nach hinten. Hier hinten, so viel wir gesehen haben und geplant jetzt auch haben, kommt ein Doppelbett hinein. Hier wird nicht über die ganze Fläche, aber es wird ein großer Schrank reinkommen, Kleiderschrank. Rechts und links irgendwelche dekorativen Möbel. Und hier ist geplant ein kleiner Arbeitsplatz. Wie gesagt, im Zeitalter, leider Gottes, ist es ja etwas schneller vorangetrieben worden mit Corona, Remote-Arbeiten. Und dann wurde hier eben gleich die Planung gemacht, dass hier ein schöner Schreibtisch hinkommt mit einem kleinen Beistellmöbel, was man eben auch rausschauen kann, wenn man hier sitzt. Ich persönlich kann mir auch gut vorstellen, dass vors Bett dann vielleicht sogar noch ein Paravent kommt, einfach der das optisch ein bisschen trennt. Aber das wird man sehen. Ich bin schon sehr gespannt, wie das Ganze aussehen wird, wenn es eingerichtet ist. Und jetzt schauen wir uns auch nochmal das Haus Orhidé an. Dieses Loch, was da in der Wand ist, das wird natürlich am Ende zugemauert. Warum hat man das reingemacht? Die erste Treppe, die gegossen wurde, war hier vom Haus Kolibri. Die Treppe beim Haus Orhidé wurde erst diese Woche fertiggestellt. Das heißt, wir gehen da gleich runter. Und ich zeige Ihnen jetzt im Haus Orhidé die Zimmer im ersten Stock. Los geht's! Hier stehe ich im Haus Orhidé. Hier sind im ersten Stock, das Haus Orhidé ist größer als das Haus, das wir gerade gesehen haben. Das hier, man wird sehen, was es wird. Wir nennen es immer Jugendzimmer, aber es kann auch ein vollständiges Arbeitszimmer werden. Also wie gesagt, das ist das dritte große Zimmer hier im Haus, das man nach Belieben nutzen kann. Und jetzt bin ich im Erdgeschoss vom Haus Orhidé. Übrigens, nicht täuschen lassen, dass ich hier so tief stehe. Das wird natürlich hier noch aufgeschüttet mit Erde. Und am Ende ist hier der Fußboden. Das heißt, da werde ich eine ganze Ecke höher stehen, wenn das Ganze fertig ist. So, was ist hinter mir? Hinter mir ist eine Toilette mit Waschbecken. Das heißt, im Haus Orhidé, ist ja für 4 bis 6 Personen ausgelegt, gibt es 2 Toiletten. Eine im ersten Stock und hier unten eine.
Hier wieder die gleiche Idee, das heißt, hier in diesem Teil wird eine Türe eingefügt werden und dahinter hat man dann wieder schön viel Staufläche unter der Treppe. Der Teil hier, also hier wird auch eine Wand eingezogen werden und hier geht die Wand unter der Treppe nach hinten. Das heißt, auch hier hat man noch einen Stauraum, wo man irgendeinen Schrank oder sich irgendwas einbauen könnte, um irgendwas zu verstauen. Ja, und hier stehe ich im Küchenbereich. Hier ist geplant, wieder eine Küche einzubauen und auch hier Planung mit einem Tresen. Das heißt, dass hier 1, 2, 3, 4 Barhocker dazukommen, dass man hier ganz gemütlich frühstücken kann. Aber wie gesagt, hängt vom Geschmack ab. An Ihrem eigenen Haus könnte man das auch weglassen und auch hier ist genügend Platz für einen Tisch mit Stühlen. Geschmäcker sind unterschiedlich. Hier ist so, ich mag es gerne, es ist nämlich genügend Platz da. Das ist der Wohnbereich. Und der Wohnbereich auch hier ist größer, ganz klar, wie gesagt, für 4 bis 6 Personen ausgelegt. Das heißt, hier kann auch eine deutlich größere Couch gestellt werden. Und die Idee hier, die gleiche, hier oben, das werden Sie nächste Woche im Wochenbericht sehen, werden 2 Reihen Glasziegel reinkommen, die eben Licht hier schon reingeben und das Fenster gegenüber der Küche, dass man, wenn man in der Küche sitzt oder wenn man in der Küche auch kocht, dass man rausschauen kann und eben nicht in einem kleinen, dunklen Küche ist, sondern eben, dass man den Blick nach draußen hat. Und jetzt schauen wir uns noch die Terrasse an und dann haben Sie beide Häuser gesehen. Und das ist die Terrasse vom Haus Orchidee. Auch die ist etwas größer als beim Haus Kolibri. Was ist hier geplant? Es ist hier geplant, dass in diesem Bereich wird eine Sitzecke fest geziegelt. Das heißt, die ist wetterfest, die wird auch so bequem sein, dass man nicht nur drauf sitzen kann, sondern dass man sich auch drauf hinlegen kann. Den Tisch kann man dann, wie man möchte, selber dazu kaufen und hinstellen. Und in diesem Bereich ist geplant, dass ein Esstisch hinkommt, nicht fest, aber dass ein Esstisch hier steht, mit eben 6 Stühlen. Das heißt, die Idee, hier draußen am Esstisch essen, drinnen an der Küche, am Tresen kann man an der Bar sitzen. Und ja, von den Temperaturen, es ist in Paraguay möglich, dass man ganzjährig draußen sitzen kann. Zugegeben, im Winter in der Früh hat es vielleicht nur 10, 15 Grad, ist für hiesige Verhältnisse frisch, weil es ist der Temperaturunterschied, der das Gefühl frisch gibt. Das heißt, da müsste man vielleicht ein kleines Jäckchen anziehen, aber mit dieser Ausnahme ist es uns möglich, ganzjährig zu frühstücken, Mittag und Abend zu essen und zwar draußen. Natürlich kommt oben auch noch ein Ventilator hin, das heißt auch für die Kühle ist gesorgt. Und jetzt einfach noch einmal den Blick rüber zum Haus Kolibri und hier sieht man auch den Größenunterschied. Das heißt, das Haus Orchidee hat hier seinen Abschluss, klar, Sie sehen die Säule, und das Haus Orchidee hat hier seinen Abschluss. Genau um dieses Stück ist das Haus Orchidee länger. Und genau daraus ergibt sich auch eben die größeren Räume, die größere Terrasse. Und hier kommt, genau wie beim Haus Orchidee, auch eine gemauerte Sitzecke hin und auch ein Esstisch, in dem Fall für 4 Personen. Und hier, auch wenn Sie sehen, es ist bis jetzt nur auf halbe Höhe geziegelt, es wird natürlich ganz hoch geziegelt, dass man hier eben auch, man ist zwar Nachbar, aber man hat auch seine Privatsphäre. So, und jetzt schauen wir uns zum Abschluss noch das Haus vom Hausmeister. Und hier stehen wir vor dem Bungalow des Capatas und hier haben sich viele Kleinigkeiten getan. Das erste, Sie sehen schon, es ist gemalt worden und Sie sehen auch hier jetzt endlich die weißen Rahmen um die Fenster und die Türe. Übrigens, das hier ist strukturiert. Das heißt, die gesamten Häuser im Zen-Garten haben eine strukturierte Außenfläche. Grund ist, das ist langlebiger. Das heißt, da sieht man nicht so schnell den Regen und irgendwelche Schmutzsachen, sondern einfach, das ist langlebiger und natürlich dadurch, dass da auch mehr dran ist, auch wieder ein Stück isoliert. Es werde Licht und ich habe den Schalter gefunden. Und Sie sehen, hier das Grün und oben alles schon weiß nochmal nachgestrichen. Übrigens der Farbwunsch war von unserem Capatas,
Mir gefällt es sehr gut, das Grün. Ist nicht so stark wie im Empfang. Im Empfang haben wir ein Apfelgrün. Aber wie gesagt, das ist ja auch hier ein Wohnbereich. Und da finde ich gerade dieses hellere Grün sehr, sehr angenehm. Und jetzt stehen wir im Schlafzimmer von dem Bungalow. Und Sie sehen, es ist mittlerweile auch gestrichen. Hier hat er sich die Farbe seines Fußballvereins ausgesucht. Wenn es Ihnen gefällt, wir haben natürlich nichts dagegen gehabt, denn er soll sich wohlfühlen. Übrigens, auch die Klimaanlage ist drin, die Wand ist verputzt. In den letzten Wochen haben Sie immer noch hier die offene Wand gesehen. Und auch das Bad. Gefliest, gestrichen, Lampen sind dran. Was fehlt noch? Natürlich die gesamten Armaturen. Die werden diese Woche eingebaut. Die sind schon, stehen jetzt schon bereit. Und wie gesagt, die Armaturen kommen hier noch hin. Da oben kommt noch ein Boiler hin. Und dann, bis auf die Kochnische, die noch dazu kommt, ist das Zuhause einzugsfertig. Ich freue mich schon, und der Kapatas freut sich auch schon riesig, wenn er einziehen darf. Mir gefällt es sehr gut. Und es ist genauso geworden, wie wir es auch auf dem Plan vorgesehen haben. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, der Wochenbericht war wieder ein bisschen länger, dann bitte Daumen hoch, denn wir freuen uns natürlich auch über Ihre Rückmeldung, um zu sehen, dass es Ihnen gefallen hat. Das gibt uns natürlich auch einiges an Freude, dass wir den nächsten Wochenbericht wieder drehen. Also, unter dem Video bitte einmal Daumen hoch drücken. Wir freuen uns darüber und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche im Bautagebuch des Zen-Garten Paraguay. Ihr Team Zen-Garten Paraguay. Bis dann. Tschüss.